Senno! Senno? Wonach hältst du Ausschau? Hm? Die hat auch einen Vogel. Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Ja, das ist mein Vogel. Tahira, was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Wusstest du, dass ich hier bin? Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Hm. Ich kenne die Geschichten. Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir dich. Komm. Tahira, warte! Hey! Oh, nicht zu den Krokodilen zurück. Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Und du? Wie bist du hier gelandet? Ich ließ mich von dir inspirieren. Ich bin auch eine Beschützerin. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Sehr alt. Sehr gefährlich. Klettern, hier ist es nicht sicher. Sagte sie und sie wurde gefressen. Alte Ruinen, alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Sieh hin. Oh, bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Oh, sie haben ein Krokodil getötet. Da sprichst du genau mit dem Richtigen, der schon zig Tiere gemeuchelt hat hier. Bei Amun, sie ist schnell. Komm zu mir, wenn du kannst. Jetzt tötet die wahrscheinlich 30 Menschen für ein Krokodil, was weg ist. Hm, stimmt. Die Synchronsprecherin ist die von... Also die deutsche Stimme von Seven of Nine damals. Geh weg, ich bin schon mal an einem Ufer. Sehr gut verschanzt. Ich sagte doch, der Hunger Roms ist unschlagbar. Sobeks Tochter ist da drin.
Oh, eine Frau, die einfach rumliegt. Oh. Ah. Im Chat wird nochmal gefragt, wann ich Before the Storm spielen wollte. Durch Krankheit hat sich das alles ein bisschen verschoben wieder. Die zweite Episode. Also es wird auf jeden Fall auf YouTube zu sehen sein. Hat richtig gut funktioniert. Entschuldigung. Jetzt habe ich, glaube ich, habe ich jetzt wenigstens Pfeile, wenn ich desynchronisiert bin? Sehr gut verschanzt. Gut. Ich sagte doch, der Hunger Roms ist unstillbar. So wächst er da drin. Er ist übrigens daran gescheitert, dass ich ihn nicht per Schleichangriff töten durfte, weil er auf einer Bank saß. Das ist nicht sicher. Bayer Moon, das ist mal ein Krokodil. Wundervoll, nicht wahr? Worauf wartest du? Zerstör den Käfig! Und welcher Ecke denn? Etwas leiser. Wie eskortiere das Kind? Da ist ein Krokodil. Da ist nicht gerade klein. Du wolltest zum Beispiel... Ich will dir nichts tun, Sobek weiß das. Ja, hoffentlich. Bayek, wir müssen dafür sorgen, dass sie zum Schrein gelangt. Hilf mir, Krokodil, beim Töten deiner Artgenossen. Ja, Artgenossen nicht, aber anderer wilder Tiere. Damit sie nicht in römischen Arenen sterben müssen. Töte ich sie gleich hier. Nö, das Krokodil lass mal am Leben. Du darfst in die Arena. Die Passanten interessieren sich auch nicht für das Krokodil. Warum darf ich nicht auf ihm reiten? Oder ihr? C'est bon.
Och, er stört... Stört das Krokodil nicht. Bildet eine Mauer. Ich glaube, da ist es. Oh, jetzt habe ich wegen dem dämlichen Pfeil von der Tuse. Nicht den Schaden ordentlich machen können. So. Weiter im Gelände. Lauf, Kind von Sobek. Watschel, Watschel. Willst du noch vielleicht Menschen fressen unterwegs? Oder dich mit den Nilpferden anlegen? Und jetzt gleich kackt mir das Krokodil ein goldenes Ei. Danke. Sobek wird uns dieses Jahr wieder eine Nilflut schicken. Gern geschehen. Hätte nie gedacht, dass ich Krokodile mal romantisch finden würde. Furchterregend, aber wunderschön in ihrer Wildheit. Besuch mich nochmal, bevor du gehst. Ja? Na gut, das mache ich. Hier, Bayek, die Götter brauchen uns immer noch. Renn doch nicht weg, dann würde ich deine Quest doch annehmen. Krokodilsnest ist das, oder? Ja. Na, bevor ich zu dir gehe, rotte ich noch deine Freunde aus. Windet sich das Vieh aber auch wie eine Schlange, ey. Was wohl für ein psychisches Problem für meinen Hund ist, dass der versucht,
meinen Fuß so vögeln. Naja, jedenfalls, wenn ich diese Stoffschuhe anhabe. Vielleicht denkt er, dann würde ich das ein Artgenosse. So ein bisschen in Richtung, ah, du geiler, pelziger Fuß. Jetzt finde ich dich heiß. Geh weg, Katze. Was hast du für Pläne, Tahira? Sobek ist noch nicht fertig mit mir. Und deshalb braucht er auch dich. Bist du dabei? Ich habe viel zu tun. Um was geht es denn? Römische Jäger fallen wie Maden über dieses Land her. Schon bald haben sie wieder ungeschehen gemacht, was wir erreicht haben. Sie werden alles vernichten. Doch schlagen wir jetzt zu, solange sie noch allein und getrennt sind, können wir ihnen genug wehtun, um sie zu verscheuchen. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Sonst würde ich nicht darum bitten. Und auch wenn der Twitch-Chat gedacht hat, ich würde das Krokodil töten am Ende der Mission, habe ich dies nicht getan. Weil manchmal bin ich auch nett. Sei still. Jäger voraus. Und jetzt, komm über sie wie Sobeks Zähne. Oh, töte die Römer, die Flamingos jagen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Sieht nicht so aus, wenn die Flamingos jagen. Sieht eher aus, dass sie einfach nur hier rumstehen. Sobek, behüte uns. Etwas Last. Ihr endet eure Flamingo-Jagd. Das ging schnell. Obwohl ich nicht weiß, was sie mit Flamingos wollen. Sie essen ja. Die Zunge. Eine römische Delikatesse, mit Datteln gekocht. Habe ich gehört. Klingt abscheulich. Römer halt. Wie lange bist du schon hier draußen? Lange genug, dass Narben über meinen Wunden wachsen konnten. Auch wenn ein paar noch schmerzen. Oh, erstmal ein paar Flamingos töten. Töte die Römer, die Krokodile jagen. Warte. Was ist das für ein Geräusch? Sucht alles nach den großen heiligen Krokodilen ab! Ruhm und Ehre! Demjenigen, der das hohe große heilige Krokodil findet. Diese Pestbeulen! Sie schänden den Schein und versuchen, Sobeks Kinder wieder einzufangen. Bleib einfach hinter mir. Ich rege das schon. Sobek, behüte uns. Etwas leiser. Was macht der da?
Der sucht jetzt im Schlamm nach dem Krokodil. So weg, behüte uns. Gut. Sobeks Kinder können sich an römischen Knochen satt fressen. Und ich glaube, du bist Sobeks Adoptivtochter. Oh, schweig. Komm. Es gibt noch einige von den römischen Maden zu finden. Noch mehr. Als wir uns trennten, warst du auf der Suche nach Namen. Ich hab sie. Und haben sich deine Albträume gelegt? Nein. Sie haben eher eine neue Welt des Grauens eröffnet. Was jagen die jetzt als nächstes? Die römischen Blutegel beweisen ihren Mut, indem sie Nilpferde einsperren. Die Römer sind Narren. Ich kriege gerade Unterstützung von Nilpferdern. Nein, die greifen mich auch an. Alles andere wäre ja Unsinn. Ja! Ich hab dich gerade gerettet, geh weg! Undankbares Nilpferd. Sorry, ranzugehen ist mir jetzt zu gefährlich. Das war das Werk eines Gottes. Es war gut, mit dir zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, hüte dich vor einem lächelnden Krokodil. Aber ich weise Sobeks Gunst nicht ab, wenn er sie anbietet. Ich weiß aber nicht, wie lange er noch lächeln wird. Städte wie Herakleion sind eine Plage für das Land. Sie vertreiben die Götter von hier. Wir bezeugen das Ende eines Zeitalters. Ich dachte, ich wäre der mit der finsteren Stimmung. Du hast recht, mein Bruder. Es war schön, dich zu sehen, Tahira. Mögen alle Götter mit dir sein. Und mit dir. Ich werde Sobeks Kindern ins Grüne folgen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Auf jeden Fall habe ich nicht nach diesem Bogen gesucht. Ach so, die haben das Tier schon getötet.
weniger Arbeit für mich. Warum steht bei mir in der Statistik gesammelte legendäre Waffen 0? Ich habe keine Ahnung. War eine Chatfrage. Vielleicht gibt es legendäre Waffen aus speziellen Orten. Sonst irgendwas? Da ist doch bestimmt auch ein weiteres Tierversteck. Komm, lauf neben mich. Fast. Wow. Das war eine Schleichtötung übrigens gerade. Das andere nie fährt, flieht. Oh ne, ist ein Schiffswrack. Mit aber einigen gefangenen Tieren. Gaius, kannst du dir die Gesichter der Zuschauer vorstellen, wenn wir im Kolosseum ein Nilpferd loslassen? Wir werden berühmt sein, sage ich dir. Anscheinend seid ihr nicht weit gekommen. Wenn der römische Typ stirbt. Wir waren Wochen in diesem grünen Albtraum, um wilde Tiere für die Gladiatoren einzufangen. Die Amphitheaterjagd. In Kyrene wurden einmal 100 Löwen getötet, zu Ehren der Götter. Ich riskiere nicht mehr mein Leben, um Tiere zu fangen. Nur damit irgendein Politiker die Herzen der Wähler gewinnt. Klingt weise. Ich werde mein Glück in Herakleion suchen. Mögen die Götter dich schützen. Mach das. Bringt ja auch nichts, sich für andere töten zu lassen. Wenn, dann sollte man für eine Sache sterben, die man selbst losgetreten hat.